Servus Leute, willkommen zurück zur Hexenjagd. Ja, wir sind hier immer noch im Kadaschteig. Und beleuchten erstmal hier diesen magischen Wirbel. Ja, machen wir das doch erstmal. Achtet darauf, wohin sie sich bewegen. Gut, sie bewegen sich in diese Richtung. Und da ist der nächste Wirbel. Diese Steinbearbeitung. Okay. Und dieses Mauerwerk. Seht euch nur diese Kunstfertigkeit auf. Finn! Entschuldigung. So, dann ganz kurz was nachblicken. Wirkt gespeichert, ja. Hier war das irgendwie klar. Ist hier wer? Hallo? Hallo? Hier drüben vielleicht. Ist es? Ja, war irgendwie klar. Unverzüglich. Was wir alles tun können. Alter Elfenwächter. Yay. Ja. Ich hoffe, alles läuft glatt. Ich wünschte, wir könnten mit diesen Ahnen sprechen, anstatt sie zu töten. Und weiter geht's. Ja. So, ein Knochenberg. Ich gehe. Zerrissener Brief, okay. Es ist also wahr. Eine kleine Gruppe von Elfen hat hier Zuflucht gesucht. Okay, Journal. Hülle die Geschichten, in denen du den Kadaschteig Zuflucht gesucht haben. Finde so viel wie möglich über sie heraus. Okay. So, wie viele Lampen brauche ich noch? Eine, okay. Und hier in dem Bereich wird, denke ich mal, die letzte Lampe sein. Es ist, als würde man in einem Feld voller Sterne stehen. Und sie zeigen uns den Weg. Ja, dann hier Papierfetzen und Truhe, okay. Ich traue dem Frieden hier nicht so. Ein Papierfetzen? Das ist ein bisschen wie eine Schatz. Ich war mir so sicher. Verdammt. Eine Zeit aus Holz und Stein. Quest absolviert. Was möglich über die Helfen herausgefunden. Okay. Gut. Sollte dann einfach mal den Weg hier folgen. Für meine Leute nicht angenehm gewesen sein. Und ein weiterer Bronto. Das ist hier Fels zu verstecken. Ist das klug? Ich könnte sterben. Ihr wart also noch nie draußen? Das ist das erste Mal? Nein, natürlich war ich schon draußen. Aber es war schrecklich. Wir mussten Dehnübungen machen. Ich habe geschwitzt. Während meiner Zeit als Schüler dachten unsere Lehrer, es würde uns gut tun, mindestens einmal die Woche an die frische Luft zu kommen und ein paar Übungen zu machen. Wisst ihr, wovon die frische Luft? So, im Sommer war es verzüglich. Und sie verbrannt meine Handhaben, Magierfleisch. Ja, wenn man es so sieht. So, die Sache. Aber zum Glück hatte sich die Sache schnell erledigt, als ein Schüler diese Gelegenheit genutzt hat. Er ist einfach von der Anlegestelle gesprungen und ans andere Ufer geschwommen. Die Templer konnten ihm in ihren Rüstungen nicht hinterher schwimmen. Sie haben ihn erst eine Woche später wieder aufgespürt. Danach mussten wir plötzlich nicht mehr nach draußen. Aber dieser Magier, Enders, hat immer wieder versucht zu entkommen. Und seit seinem letzten Fluchtversuch habe ich nichts mehr von ihm gehört. ja, Finn. Zu deiner Info, er ist ein grauer Wächter geworden. Ja, Herlock Berserker. So. Dämonengift und Gurt der hohen Beweglichkeit. Yay! So, wo geht's denn da jetzt? Links. So. Komm zu mir, oh. Na also. So, die letzte. Es ist soweit. Wie ihr Befehl. Unverzüglich. Ich gehe. Unverzüglich. Na? Ich schätze, wir müssen wohl kämpfen.
Was ist denn das für ein Strunz hier? Hallo? Wir haben 4 Lichter Arlefins. Ich hoffe, sie reichen aus. Allerdings brauchen wir noch immer die Scherbe des Illuvien. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zu den Elfenruinen aufbrechen. Gerne doch. So, Hörlock Kampfmagier. Zu denen gehen wir jetzt mal nicht weiter. Und es wird wieder gespeichert. Warum wird hier in diesem Gebiet andauernd gespeichert? Ich verstehe das nicht und ich möchte das auch nicht so wirklich verstehen. Um ganz ehrlich zu sein. Dann auf zur Weltkarte. Und dann ab zu den Elfenruinen. Ja, um den Illuvien zu finden. Und irgendwie dachte ich... Ich hatte das irgendwie mal in einem Trailer gesehen, dass wir so gesehen noch einen weiteren Gefährten kriegen hier drin. Dass wir nicht nur mit unserem Hund so als Gefährte begleitet werden, sondern auch von einem weiteren Zwerg, der uns... Das sind die Ruinen. Der zerstörte Illuvien müsste hier irgendwo sein. Genau, der müsste da hinten irgendwo sein. Ich bin so auf... So denn. Okay. Wenn ihr es so sehr hasst, draußen zu sein, warum begleitet ihr uns dann? Ich konnte mir die Gelegenheit, mehr über die alten Elfen und die Spiegel zu erfahren, nicht entgehen lassen. Außerdem mag ich die Gesellschaft. Danke. Ich meinte den Hund. Ja, jeder mag einen Hund. Charakteristischer Leichnam. Okay, schon wieder... Nee. Bautzi, wenn du das jetzt das machst, was ich mir denke, dann bist du ein böser Hund. Habt ihr euch jemals gewünscht, auch überall hinpinkeln zu können, ohne dass die Leute euch anstarren? Nein. Ihr etwa? Nein, natürlich nicht. Bautzi, du bist ein böser Hund, aber ich mag deinen makaberen Humor. Mächtiger Wundumschlag und mit starker Wundumschlag. Sehr schön. Und es wird gespeichert, ja, weil hier in der Ruine, so wie ich das noch weiß, wimmelt es von Spinnen. Ja. Also hier sind definitiv ein paar Bogenschützen. Infizierter Elf. Servus. Wird erledigt. Ja. Ariana? Ich werde mein Bestes geben. Und wieder bin ich siegreich. Unverzüglich. Okay, warum zum Geier? Diese Leute waren krank, bevor sie gestorben sind. Irabellas, Lethalin. Sie sind doch nicht ansteckend, oder? Eindringlinge, tötet sie! Servus. Okay. Ein Kreischer Alpha diesmal. Wow. Kreischer Alpha, wow. So, was haben denn die Gentlemen hier für uns? Schwache Geisterbalsam, okay. So. Eine Truhe und es passiert nichts, wenn ich da durch die Schwimmweben gehe. Okay. Eigentlich, wenn man hier durch die Spinnenweben gegangen ist, so war das ebenfalls anfangs, bei der Origin Story von den
Dalish-Elfen ist man von Spinnen bis zum geht nicht mehr überrannt worden. Ich gehe. Na? Wir kämpfen für die Ehre. Sehr schön. So, infizierter Schlüsselmeister. Was hast du für uns? Wundumschar, Chasing-Robe und Schlüssel. Okay. Für was den Schlüssel? Vielleicht für die Tür, wo der Spiegel dahinter ist. Kann das sein? Naja. Tür öffnen. Sehr schön. Noch mehr. Leute, kommt hier. Leute. Es läuft richtig gut, denke ich. Yay, noch mehr Kreischer. Ich gehe. Der Sieg wird mein sein. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Kämpfen, Finn? Das wäre doch mal eine gute Idee. Schutt, was haben wir hier drin? Feuerkristalle. Ja, besser als gar nichts. So, den Kreischer Alpha lassen wir mal in Ruhe. Und dahinter haben wir den Spiegel. Unverzüglich. Ja. Scherbe. Und danach geht's weiter, okay? Wie ihr befehlt. Ich kann kaum glauben, dass dies einer der Illuvien ist. Er ist überwältigend. Und zerstört. Ziemlich zerstört. Mit der Scherbe und den Lichtern Arlethins müssten wir in der Lage sein, ein Wahrsagerritual durchzuführen, um einen unbeschädigten Spiegel aufzuspüren. Das hier sieht nach einem geeigneten Ort für das Ritual aus. Wir können beginnen, wann immer ihr bereit seid. Ja, dann würde ich sagen, Wahrsageort. Dann mal los. Miep! Du bist falsch. Habe ich mich eben verjagt, ey. Kommt da jetzt noch was auf uns zu? Ja, mehrere niedere Schatten. Ich mache es kurz. Unverzüglich. Sei lieber vorsichtig. Ich habe keine Angst. Na? So, kommt jetzt noch irgendwas auf uns zu? Blute ich etwa? Oh nein, meine Robe hat einen Riss. Ach, und was war mit... Gebt uns euer Blut, Arian, wen kümmern schon die Schmerzen? Jetzt geht es um mein Blut. Hat das Ritual funktioniert? Ich habe einen anderen Illuvien aufgespürt. Er ist in den Drachenknochenödlanden. Die Magister aus Tevinter haben ihn vermutlich dorthin gebracht, um herauszufinden, ob die alten Drachenknochen die Macht des Illuvien verstärken. Ich war in den Drachenknochenödlanden, aber ich habe keinen Spiegel gesehen. Er könnte verborgen sein. Oder er enthüllt sich nur jenen, die seinen Standort kennen. Was tun wir, wenn wir dort sind? Wir untersuchen den Spiegel. Er könnte uns Hinweise auf Morrigans Absichten liefern. Und falls sie auch nach den Illuvien sucht, ist sie vielleicht sogar dort. Wollen wir? Ja, gute Idee.
Gute Idee. Hinter dem Spiegel, ja. Aber natürlich erst im nächsten Part, ja. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal zu Let's Play Hexenjagd. Ja, tschaußen.